Und ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich und ganz offiziell zum Webinar OER-Fachexperten braucht die Welt. Unser Webinar findet im Rahmen der Open Education, des Open Education Weeks 2017. Das ist eine Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet, eine Woche lang, finden rund um das Thema Open Educational Resources diverse Veranstaltungen weltweit. Das sehen Sie hier bei uns links oben auf diesem orangenen Banner. Wenn Sie Interesse haben, da nochmal schauen, was noch bis zum morgigen Tag alles stattfindet, können Sie das nachher eben gerne tun. Ich danke Ihnen, dass Sie sich an der kleinen Umfrage beteiligt haben und ich möchte jetzt natürlich Ihnen auch verraten, wie Sie hier alle im Raum abgestimmt haben. Das heißt, Sie sehen jetzt auch die Ergebnisse. Und das ist ein schönes Ergebnis, weil die meisten von Ihnen schon bereits etwas über OER wissen. Das heißt, entweder auf einem relativ rudimentären Level, aber wir haben auch Teilnehmenden, die umfangreiches OER-Wissen besitzen. Diejenigen, die noch ganz wenig wissen, werden hoffe ich, nach einer Stunde deutlich mehr auch darüber wissen und besser informiert sein. Deswegen sind Sie auch hier. Sie nehmen an dem Webinar teil. Das freut uns besonders, weil die meisten von Ihnen mehr über OER wissen wollen und sich vor allem auch für unsere Fachfortbildung zum OER-Fachexperten interessieren. Ja, eine Person hat auch andere Gründe, die würden mich auch interessieren. Vielleicht finden wir nachher noch Zeit zu erfragen, ob wir auch die andere Erwartungshaltung entsprechend hier auch erfüllt haben. So viel der kurzen Einleitung und jetzt gehen wir in eine andere Ansicht, in der wir uns auch selbstverständlich hier gerne zeigen. Und wie Sie sehen, haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, hier bin ich, hallo, hallo Anja, schauen wir jetzt mal auf Markus und sicher wird auch noch Sabine gleich auch zu sehen sein. Und Sie, liebe Damen und Herren, hier in unserem Raum. Sie sehen, wir haben hier die Möglichkeit des Chats, das heißt, Sie dürfen uns jederzeit Ihre Fragen, und ich hoffe, es werden ganz viele Fragen werden, hier in unserem Chat uns reinschreiben. Ich passe auf und nehme diese Fragen auf und werde sie an unsere Gäste im Webinar weiterleiten. Und die Fragen werden auch immer zeitnah und im Kontext des Webinars selbstverständlich beantwortet. Jetzt aber erstmal, wer sind die drei, die wir hier mit mir auf der Hühnerstange zusammensitzen? Ich begrüße herzlich Anja Lorenz und Markus Daimann von der Fachhochschule Lübeck und Dr. Sabine Preuße, meine liebe Kollegin vom BDVT, dem Berufsverband für Trainer, Berater und Coaches. Aber über sich selbst können die selbstverständlich selbst was sagen und ich gebe einfach die Runde frei. Anja, magst du uns etwas über dich verraten und über deine Rolle in unserem gemeinsamen Projekt? Ja, klar, gern. Also du hast schon gesagt, ich komme aus Lübeck, bin hier an der Fachhochschule am Institut für Lerndienstleistung. Man hört es öfter unter dem Namen on Campus. Ich leite hier die MOOC-Produktion, bin also Queen of MOOC-Maker und werde mich in dem Projekt so oft um diese erste und zweite Online-Phase kümmern, vor allem um die erste. Und dann schauen wir, dass wir dann auf einen Online-Kurs hinbekommen, der das Projekt bestmöglich unterstützt. Dankeschön, liebe Anja. Sabine. Ja, ich bin Sabine Preuße. Ich habe sozusagen zwei Leben. Das eine ist, dass ich selbst als Trainer unterwegs bin, als Trainer, Berater und Coach im Bereich Forschung und Entwicklung. Und in dem anderen Leben bin ich Vizepräsidentin des BDVT, das ist der Berufsverband für Trainer, Berater und Coaches. Bin verantwortlich für das Ressort Qualität und auch für das Thema oder das Projekt OER MUMIF, zu dem diese Fortbildung gehört und durch mein Engagement seit 2014 mit dem Thema Open Educational Resources in Kontakt gekommen und freue mich darüber, dass wir jetzt mit dem Verband auch die Möglichkeit haben, durch das vom BMBF geförderte Projekt
wirklich dieses Thema in die größere Breite zu tragen. Dankeschön, Sabine. Sabine, ich hätte eine Bitte an dich. Vielleicht kannst du dein Mikro ein klein wenig höher, damit wir dich noch besser hören, als das jetzt der Runde war. Dankeschön. Und Markus, bitteschön. Danke, Hedwig. Markus Daimann, auch von der Fachhochschule Lübeck. Habe so die gleichen Aufgaben und Tätigkeiten wie Anja. Deswegen gibt es dazu auch nicht mehr viel weiteres zu sagen. Dankeschön, Markus. Kurz und prägnant. Ja, zu meiner Person. Ich habe auch zwei Leben. Das eine Leben, das ist mein Leben rund und mit OER. Seit 2012 bin ich ein Fan von Open Educational Resources und auch, ja, ich würde mal sagen, eine Aktivistin im Bereich der Weiterbildung. Im geschäftlichen Bereich bin ich selbstständig als Learning Designerin für die digitale Welt. Und in unserem Projekt verbinde ich diese Qualitäten zusammen und habe dabei auch sehr viel Spaß und freue mich, in dieser tollen Runde mit meinen Kollegen auch zusammenzuarbeiten. Aktivistin passt an, ja, okay. Ja, wunderbar. Dann, wir wollen ja auch hier heute nicht nur miteinander zu viert in Dialog kommen, sondern vor allem mit Ihnen. Deshalb, nach den vielen, vielen schönen Grüßen, für die ich mich sehr herzlich bedanke, und wir sind wieder in ganz Deutschland verteilt. Damit haben wir viele, viele Kilometer auf der Autobahn gespart, weil alle von, ja, eigenen Orten sich zugeschaltet haben. Und jetzt hoffe ich, dass wir hier auch wirklich schöne Fragen und Anmerkungen von Ihnen hören. Bevor das aber soweit ist, vielleicht ganz kurz, warum euer Fachexperten und was das auf sich hat. Sie sehen ja die große Grafik und ich möchte eingangs ganz kurz diese Grafik erläutern, die Sie in aller Ruhe jederzeit auch durchlesen können. Und zwar im Rahmen des Projekts OER MUMIF. MUMIF heißt Macher und Multiplikatoren in der Weiterbildung, bieten wir eine Fachfortbildung zum OER-Fachexperten. Diese Fachfortbildung besteht aus 5 Stufen auf 5 Schritten. Und der erste Schritt steht kurz bevor, nämlich ab dem 5. April starten wir mit Kick-Off-Veranstaltungen in der Präsenz, bundesweit an 10 verschiedenen Orten und werden bei dem Kick-Off uns damit mit dem Thema vor allem beschäftigt, wie nutze ich freie Materialien aus dem Internet, wie ist dabei zu beachten. Und im Rahmen auch dieser Kickoffs werden Sie kennenlernen, was alles auf Sie zukommt im Rahmen dieser Fachfortbildung. Diejenigen, die sagen, mache ich, tue ich, ich habe Interesse, steigen dann in die erste Online-Phase. Und die erste Online-Phase dauert bei einer regulären Beschäftigung von ungefähr 3 Stunden pro Woche, circa 8 Wochen, aber Sie dürfen auch schneller fertig sein. Und in der Online-Phase erwerben Sie das Wissen rund um OER und zwar auf einem Level, dass Sie das auch anderen erzählen können. Deswegen erwerben Sie mit dieser Online-Phase den Status des Multiplikators. Wenn Sie immer noch Lust haben, weiterzumachen, dann steigen Sie in die Praxis, nämlich in eine wieder Präsenzphase in Form eines Workshops, eines anderthalbtägigen Workshops, bei dem Sie wirklich tun werden, nämlich eigene OER-Materialien erstellen oder an einem eigenen Konzept zur Implementierung von OER in die eigene Strategie gemeinsam arbeiten. In diesem Workshop lernen Sie auch verschiedene Tools und Möglichkeiten, wie Sie Materialien für Trainings oder Seminare überhaupt erstellen können. Für diejenigen, die immer noch kräftig dabei sind, steht die zweite Online-Phase bevor. In dieser zweiten Online-Phase steht vor allem dabei, sich zu vernetzen und gemeinsam an den eigenen Projekten weiterzuarbeiten. Und zwar so zu finalisieren, dass Sie im 5. Schritt in eine Online-Prüfung, wobei die Prüfung möchte ich so in Gänsefüßchen stellen, nämlich in eine Online-Vorstellung von den Ergebnissen aus der Praxisphase Ihrer Arbeiten, dann wirklich den Siegel und den Ritterschlag zum OER-Fachexperten bekommen. Das also so viel zu ganz grob zu unserem Projekt, zu unserer Fachfortbildung. Dürfen Sie selbstverständlich jederzeit auch dazu Fragen stellen, Frau Dobeleit, Sie dachten, das wäre bereits der Workshop in der dritten Phase, ja. Die
Workshops, also die Macher-Workshops, das ist so die dritte Phase, der dritte Schritt. Und die Regionalphase, beziehungsweise die erste Online-Phase, die erste Präsenzphase. So, das sind die Kickoffs. Ja, damit ich nicht noch hier alleine rede, meine erste Frage zuerst an Sabine. Sabine, warum ein Berufsverband für, ich nenne das Wort kommerziell in den Mund, nämlich vor allem für freie, selbstständige Trainer, entscheidet sich für OER und macht an so einem Projekt mit? Kannst du uns das verraten? Ja, wir denken, dass das Thema Open Educational Resources für kommerzielle Trainer, also für Trainer, die auch im kommerziellen Bereich unterwegs sind, sehr interessant ist, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt, auch mit Materialien aus dem Internet zu arbeiten, die für die kommerzielle Verwendung freigegeben werden, weil ich sag mal, eigentlich alle unter dem Urheberrecht veröffentlichten Materialien haben ja die Einschränkung, dass sie im kommerziellen Bereich nicht verwendet werden dürfen. Und ich denke, es wird einfach unsere Arbeit einfacher machen und es wird auch die Zeit reduzieren, die benötigt wird, um Materialien für Seminare und Trainings vorzubereiten. Und insofern wird durch Open Educational Resources ein großer Mehrwert entstehen, auch auf der anderen Seite, dass Trainer, die ihr eigenes Wissen weitergeben in Form von Open Educational Resources als Experten sichtbar werden. Danke dir. Das heißt, wir haben hier in jedem Fall mehrere Vorteile. Das eine, Zeitersparnis bei Erstellung von Materialien, aber auch, was ich persönlich, ich bin selber auch Trainerin und die Erfahrung gemacht habe mit OER, kann ich meine Sichtbarkeit deutlich verbessern. Und unter uns Trainern, wir wissen, wie schwierig das ist, Werbung zu machen und wie teuer das ist, Werbung zu machen. Und wenn ich Werbung machen mit was Gutem verbinden kann, nämlich eben mit dem Teilen meines Wissens, dann ist das sicher ein guter Schritt und ein legitimer Schritt. Und deswegen Frage auch an die andere Seite, nämlich der Hochschule. Ihr habt, Anja und Markus, natürlich andere Interessen, aber warum habt ihr euch entschieden, mit uns, mit BDVT überhaupt mitzuziehen und dabei zu sein? Was hat euch denn so, ja, bewogen dazu? Ich fange mal an, Markus fangen immer so Sachen hinterher noch ein, die das Ganze gut ergänzen. Na, einerseits habt ihr gefragt und wir fanden das gut. Das ist der einfache Weg. Wir sind hier in Lübeck schon stark an den OER-Entwicklungen und an der OER-Community interessiert. Wir unterstützen das sehr, weil wir die Jedis sind, weil wir denken, dass es richtig ist, wenn wir Bildung hier produzieren von Steuermitteln zum Teil, dann ist es gut, das wieder der Gesellschaft zurückzuspielen und dass es auch sich weiterentwickeln kann. Wenn ich es nicht freigebe, kann es sich nicht verbessern und weiterentwickeln. Warum das jetzt mit dem BDVT und damit mit beruflich arbeitenden Trainern zusammen ist, ist bestimmt zu viel. Im großen Teil, wie gesagt, zum einen seid ihr cool drauf, nett und kompetent, es wird ein tolles Projekt, das war uns von Anfang an klar. Aber auch, weil dieser Teil der Weiterbildung und der Freiberuflichen mit dem Thema OER noch gar nicht so viel zu tun haben oder noch gar nicht so, was ist nicht so naheliegend wie bei Schulen oder Hochschulen. Und deswegen ist das ein spannenderes Projekt vielleicht, als sich da nur mit wieder einen eigenen Saft zu kochen und mit Hochschulen was zu machen. Das haben wir auch. Danke dir. Also von deiner Seite so ein bisschen über den eigenen Tellerrand zu schauen und probieren, ob es auch mit anderen als nur mit Hochschulenleuten funktioniert. Das ist auch ein ganz spannender Aspekt. Markus, was meinst du? Gehst du mit einer Akkord oder hast du noch vielleicht andere Gründe, warum ihr mit uns zusammen macht? Ich gehe mit Anja sehr d'accord, weil ich kenne ja die OER-Szene auch schon sehr lange, so seit 10 Jahren, und da war bisher dieser Bereich der Weiterbildung immer so sträflich vernachlässigt. Deswegen, es freut mich sehr, dass so ein starker Partner wie der BDVT jetzt dabei ist und sich dem Feld widmet, wo ja auch, ihr habt es ja in der Einleitung schon gesagt, wo es auch um kommerzielle Interessen geht, aber jetzt auch mal klar zu machen, dass es kein Hinderungsgrund ist, um OER einzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen. Und das hoffen wir natürlich jetzt auch mit der
Ausbildung, die wir hier vorstellen zum OER-Fachexperten, dass man mit OER eben seine Sichtbarkeit stärken kann und dass es nicht im Widerspruch zu seinen eigenen Interessen ist, die man als Freiberufler hat. Danke dir. Da bin ich ja froh, dass wir wirklich auch mit unseren Ideen und mit unseren ja, Erwartungshaltungen eigentlich auch in unser Projekt schon auch die gleiche Sprache sprechen. Und wir sind in dem Projekt seit November. Also seit 1. November ist das Projekt offiziell gestartet. Das heißt, ich kann aus meiner ganz persönlichen Erfahrung bereits sagen, es macht richtig Spaß, mit euch zu arbeiten. Also das Projekt hat sich in jedem Fall jetzt schon gelohnt für uns zumindest, weil die 3 Monate, in denen wir zusammen sind und kräftig arbeiten, das ist schon auch wirklich eine Bereicherung für mich in jedem Fall und ich hoffe auch für euch. Wir haben die erste Frage, an welchen Orten die Workshops werden die Workshops stattfinden? Wir haben insgesamt 10. Ich kann es zumindest schon mal die Highlights nennen. Das heißt, das sind die regionalen Veranstaltungen, die so gut wie ausgebucht sind. Aber wir nehmen noch weitere Teilnehmenden an. Das ist nämlich Düsseldorf, München und Berlin. Diese Veranstaltungen sind, wir haben meistens so 20 Plätze plus minus für jede Veranstaltung und die haben schon die Grenze von 20 erreicht, aber wir haben schon in den Hotels nachgefragt und in den Seminarräumen, da passen noch 5 dazu, wenn wir ein paar Stühle dazu schieben. Deshalb bitte weiter gerne anmelden. Die erste Veranstaltung am 5. April findet in Offenburg statt. Dort haben wir auch noch reichlich freie Plätze. Wer also in der Nähe von Offenburg ist und am 5. April Zeit hat, der gerne bitte jederzeit nochmal dazu anmelden. Wir haben in der Umfrage jetzt am Anfang gesehen, dass wir viele Teilnehmenden hier haben, die noch gar nicht so viel über OER wissen. Und ich könnte jetzt hier im klassischen Sinne der PowerPoint-Orgie anfangen, Definitionen aufzublenden und zu erklären, was OER ist. Aber ich glaube, damit würden wir hier ganz schnell viel weniger Teilnehmer im Raum haben. Deshalb meine Frage an euch drei. Könnt ihr in einem kurzen Satz mit eigenen Worten kurz sagen, was für euch OER bedeutet? Was ist das? Freiwillige vor? Anja, Sabine oder Markus? Ich fange gerne mal an. Also für mich ist OER einfach die Voraussetzung für Bildung im digitalen Zeitalter. Ohne jetzt groß auf Lizenzen und so weiter einzugehen. Also ohne OER gibt es keine digitale Bildung. Dankeschön, Sabine. Für mich sind OER-Materialien, die ich verwenden darf, nutzen darf, die ich verändern darf, mit denen ich weiterarbeiten kann, die ich verbreiten darf, die ich auch speichern darf. Und das auch, wenn ich im kommerziellen Bereich unterwegs bin. Und das ist etwas für mich ganz Wichtiges, weil es normalerweise für mich immer unklar ist, was darf ich denn jetzt mit den Sachen machen und wen muss ich denn jetzt genau fragen. Und wird er das dann auch zulassen und mit sehr viel Aufwand verbunden, Materialien, deren Nutzungsrechte nicht freigegeben werden, einfach zu benutzen. Danke dir, Anja. Um vielleicht eher noch einen anderen Aspekt reinzubringen, für mich ist OER ganz logisch die Konsequenz, wie Lehrmaterialien auszusehen haben, wenn sie von staatlichen Mitteln erstellt werden und wenn sie weiter genutzt und geteilt werden sollen. Danke euch. Ich würde an der Stelle auch noch mal einen anderen Aspekt einwerfen, und zwar vielleicht eine etwas, ja, sehr, sehr mutige oder also sehr weit hergeholte Definition. Aber für mich ist OER das Pendant zu Social Economy und zu Ökonomie und zu Geschäft des Teilens in der Wirtschaft. Das heißt, das, was wir auf anderen Gebieten kennen, im Sinne von ich teile meine Wohnung, ich kaufe nichts mehr, sondern ich hole mir die Sachen nur dann, wann ich sie brauche und ich gebe sie wieder weiter. Ich denke, dass für mich ist OER so ein bisschen dazu wie ja, in der Bildung. Das heißt, das Wissen gehört nicht mir. Ich nehme das Wissen, ich bearbeite das Wissen, ich gebe das Wissen weiter und habe dazu auch noch super Vorteile. Markus, du hast gesagt gerade, dass für dich OER und digitale Bildung
oder überhaupt Digitalisierung in der Bildung sehr eng zusammenhängen. Sabine, wie siehst du das? Weil ich weiß aus unserem Verband, dass das Thema Digitalisierung generell natürlich auch für die Trainer auch sehr wichtiges und sehr brennendes Thema ist. Kann man das beides verbinden? Wie eng steht das zusammen, OER und Digitalisierung in der Bildung generell? Für mich steht es sehr eng zusammen, wenn wir, ich sage jetzt mal, in die großen Szenarien hineinschauen, für wie wird sich Weiterbildung in der Zukunft verändern. Dann werden wir auch feststellen, dass zum Beispiel Teilnehmerunterlagen gar nicht mehr so die klassische Rolle spielen werden, wie sie jetzt die Rolle spielen, weil einfach Wissen auch verfügbar ist, die Trainer sich mehr zu Lernbegleitern entwickeln werden und gerade vor diesem Hintergrund ist es auch für Trainer, denke ich, eine wunderbare Möglichkeit mit OER einfach so wissenstechnisch am Nabel der Zeit zu sein und sich auf die Prozessbegleitung des Lernens dann tatsächlich zu konzentrieren. Danke dir. Ich sehe, im Chat hat auch meine ja, Sharing Economy etwas eine Frage bzw. eine interessante Anmerkung dazu gekommen, nämlich dass Sharing Economy mit Geldleistungen zu tun, OER wohl wenige. Sehr interessanter Aspekt. Ich behaupte nämlich, und das möchte ich jetzt so an euch drei auch in die Runde werfen, natürlich bezahle ich bei OER nicht direkt für das Wissen und für das, dass ich jemand mein Wissen freigebe. Aber wo steckt im OER ein geldwerter Vorteil? Für euch. Gibt es einen Ansatz, wo ihr sagt, okay, ich bezahle für freie Materialien jetzt nichts, aber trotzdem habe ich geldwerte Vorteile für mich vielleicht, wenn ich eure Materialien erstelle und in den Umlauf allgemein gesprochen gebe. Gibt es vielleicht, habt ihr Idee, Anja, Markus, Sabine? Wo steckt denn? Wenn ich dazu noch was sagen darf, also noch mal zu der Sharing-Ökonomie, das hatten wir, glaube ich, schon mal in einem internen Meeting. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil da denkt man ja so an was wie Uber und Airbnb und bei OER ist es ja gerade nicht der Fall. Bei OER gibt es ja keinen zentralen Anbieter, der da von der Bereitschaft des Teilens, also Leute mitnehmen im Auto wie bei Uber oder die Wohnung teilen wie Airbnb profitiert. Das ist, halte ich für eher problematisch und bei OER ist er eher dezentral und so mehr graswurzelmäßig organisiert. Ne, dass Einzelpersonen oder auch Organisationen oder was Anja auch gesagt hat, staatlich finanzierte Förderprojekte, dass die dann eben hergehen und die Materialien freigeben. Das war nun mal so eine Anmerkung. Also ich weiß, was du meinst, Hedwig, mit Sharing, aber es gibt ja halt diese andere, also diese kommerzielle oder kapitalistische Ausrichtung mit Uber und Facebook und Airbnb, die versuchen, diesen Gedanken des Gemeinguts, des Commons, der Allmende ökonomisch auszuschlachten. Dankeschön, danke dir. Ich dachte in meiner Aussage, ich habe nicht nur im Fokus jetzt Uber und Airbnb, sondern zum Beispiel, wir haben jetzt in unserer Stadt eine ganz spannende Aktion, der liebe Nachbar heißt das. Und in dieser Aktion mit dem lieben Nachbar geht es eben darum, zum Beispiel zu fördern, dass man sich gegenseitig bestimmte Dinge ausleiht, dass man gemeinsam, das heißt eben ohne diesen zentralen Verleiher von irgendwelchen Bohrmaschinen, sondern man geht zum Nachbar und macht das. Das heißt, man teilt sich im Grunde genommen auch Gebrauchsgegenstände. Also das so ein bisschen in diese Richtung. Danke dir. Wir haben hier vielleicht, nehmen wir erstmal wieder was auf aus dem Chat. Ihr unterstützt mich auch hier auch sehr, was jetzt das Thema noch Kick-Off-Veranstaltungen und Events steht. Also das, wo wir jetzt Anmeldungen sammeln, das heißt über unsere Webseite die Anmeldungen, das sind die Anmeldungen zu den Kickoffs. Das heißt zu der allerersten hier der allerersten Geschichte hier Starte und Kickoffs. Das sind 20 Orte und Termine, vielleicht dazu noch eine kleine Erklärung. Wenn Sie jetzt auf die Webseite schon geschaut haben, dann haben Sie gesehen, es sind nur 10 Orte und nicht 20. Wo haben wir denn 10 Orte versteckt? Wir werden nämlich im Herbst, im Frühherbst, nochmal eine Runde von regionalen Kickoffs machen, weil diese gesamte Fachfortbildung zum OER-Fachexperten passiert
rollen wir zweimal auf. Ja? Deswegen die 10 Orte, die jetzt hier fehlen, die kommen dann für den Zeitraum Ende August, September, Oktober. Und diese Orte stehen noch nicht fest. Dann werden wir, ja, Joachim, wir werden in jedem Fall schauen, dass wir natürlich die Orte auch so wählen, dass dort, wo wir jetzt nicht dabei sein können, dort dann auch entsprechende Veranstaltungen stattfinden werden. Das dazu und also als Workshop, das ist dann die dritte Stufe nach der Online-Phase. Dieser Workshop ist dann von 1,5 Tagen und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, aber noch nicht im Stein gemeißelt, wird in Köln stattfinden. Es kann aber auch ja ein bisschen woanders sein, aber wir versuchen das schon so relativ mittig zu machen, damit alle entsprechend dann anreisen können. Da steht 2 Tage sind deshalb, weil wir ja über 2 Daten, also 2 Datumstage passiert. Insgesamt aber dauert im Prinzip 1,5 Tage. Das eben passt hier zu der Frage von Frau Haag. Finden die späteren Workshops an demselben Ort wie die Kickoffs? Die Workshops sind also zentral an einem Ort. Wir wissen natürlich nicht, mit welchem Zulauf wir zu rechnen haben. Und dann wird entsprechend vielleicht noch nachgedacht. Sabine, was meinst du? Was tun wir, wenn sich 100 Teilnehmende für den Praxisworkshop anmelden? Hast du eine Lösung? Die habe ich noch nicht, aber ich bin überzeugt, wir werden eine Lösung finden. Das denke ich auch. Genau. Und ja, Anja, hast du schon geschrieben. Danke für den Hinweis, dass wir das entsprechend gleich ändern. Ja, wir waren also bei der Sharing Economy oder auch nicht, ob das was mit OER zu tun hat. Aber jetzt würde ich mal noch einen Aspekt aus dem OER-Bereich aufgreifen. Und zwar, ich bin mir sicher, dass die vielen, vielen Gäste, die wir jetzt hier im Raum haben, wahrscheinlich nicht alle nur aus dem Trainerbereich kommen, sondern vielleicht ist auch der eine oder andere auch dem Hochschulaspekt oder auch noch aus anderen Bildungsbereichen. Frage jetzt an euch, wie seht ihr das? Kann man OER über alle Bildungsbereiche gleich behandeln? Oder gibt es auch Unterschiede je nach Bildungsbereich? Ist OER für Schule oder für Hochschule ein anderes OER als jetzt für die Weiterbildung? Anja, bitteschön. Ich spreche mich mal ganz klassisch, weil mir ein Aspekt einfällt, der jetzt, wo es vielleicht einen Unterschied gibt. Und zwar könnten wir in der Hochschule OER-Materialien nehmen, die mit dem Zusatz NC lizenziert sind, na, also mit Non-Commercial. Weil wir eine nicht kommerzielle Einrichtung sind, das ist bei Trainern nicht so. Was auch der Grund dafür ist, dass wir die Sachen eigentlich nicht unter Non-Commercial lizenzieren und weshalb auch so in der OER-Community das gar nicht, also eigentlich in der Regel nicht als OER angesehen wird, wenn es mit Non-Commercial lizenziert ist. Das ist mal ein netter Gedanke zu sagen, okay, daran soll jetzt kein großes Unternehmen sich massig bereichern, wenn ich jetzt was da für die Community bereitgestellt habe. Aber es macht an vielen Stellen Probleme für Trainer, schon für Volkshochschulen, also noch nicht mal so im selbstständigen Bereich und auch bei anderen Institutionen, die sehr unsicher kommerziell sind. Oder wenn ich irgendwo einen Vortrag halte und dafür ein Honorar oder Reisekosten kriege, ist es auch schon grenzwertig. Das wäre Danke dir. Sabine, Markus, habt ihr auch noch etwas dazu Ja, beizutragen? gerne. Und zwar, also OER ist ja vom Prinzip her über alle Bildungsbereiche das Gleiche, also von der Definition her. Aber natürlich gibt es im Handling, im Umgang große Unterschiede, ne? Also wenn man jetzt an die Hochschule denkt, die lebt ja davon, Wissen zu produzieren, also Wissen zu schaffen, Wissenschaft und Wissen zu verbreiten und damit Wissen möglichst ungehindert, unbeschränkt zirkulieren kann, ist OER natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Da gibt es ja noch so,
Überschneidung zum Bereich von Open Access, also den freien Zugang zu Forschungsdaten. Im Weiterbildungsbereich, das hatten wir ja schon, sieht es ein bisschen anders aus, weil da lebt man ja nicht so sehr vom Wissen schaffen, so ich das sehe, sondern darum, Wissen weiterzugeben. Und Wissen ist ja dann auch so ein Stück weit mein eigenes Kapital, das ich weitergeben will. Und mit OER, das sehe ich halt auch so als die Stärke des Projekts oder hoffe, dass wir das erreichen, um klarzumachen, dass es eben nicht ein Widerspruch ist, um jetzt Kapital wegzugeben oder mir selber zu schaden als Trainer, Trainerin oder Berater, Beraterin, sondern dass ich mich als Person dadurch auch transparenter mache oder auszeichne, indem es auch mehr so um die didaktischen Qualitäten gibt. Also das Wissen ist ja heute vielfach im Internet verfügbar, kann man auf YouTube, Wikipedia und so weiter drauf zugreifen, aber es geht ja um die Vermittlung und da liegt ja auch die Stärke von gut ausgebildeten und professionellen Trainern, die dann wie bei euch im Bundesverband organisiert sind, dass man diese Stärke noch mehr in den Vordergrund stellt, indem man sagt, es geht um die Vermittlung und um die Unterstützung beim Lernen im Betrieb, in Firmen, also ganz generell in der Weiterbildung. Und da kann OER natürlich helfen, indem ich die Lernprozesse bei den Teilnehmenden unterstütze, indem ich sage, die können jetzt hier die Materialien frei weiter bearbeiten. Ich denke, dass wir im Bereich der freien Wirtschaft da uns in einem Spannungsfeld bewegen. Also es wird viele Themen geben, bei denen es überhaupt kein Problem ist, es freizugeben. Aber es gibt auch viele Themen, die so mit Spezialinformationen oder Spezialwissen zu tun haben, bei denen ist das Thema OER sehr verbunden, auch mit dem Umgang, den dann die Auftraggeber haben mit ihrem Wissen. Also teilen die ihr Wissen oder sind es eher Organisationen, die sagen, nein, das Wissen ist unser Wettbewerbsvorteil, das darf nicht nach außen dringen und dann genau in der Situation müssen wir immer die Frage stellen, ist OER eine angemessene Antwort oder ist es nicht oder was bedeutet das tatsächlich für den Auftraggeber, wenn wir mit den unterschiedlichen Lizenzen handeln, wenn es dann zum Beispiel etwas gibt, ich habe Materialien, die unter einer Share-Alike-Lizenz veröffentlicht sind, dann bin ich ja von der Lizenz her auch eigentlich dazu verpflichtet, es wieder unter derselben Lizenz zur Verfügung zu stellen. Wenn ein Auftraggeber dagegen ist, muss ich dann in diesem Fall prüfen, dass ich das eben nicht tun kann. Ja, und insofern habe ich da, denke ich, viele Spezialfälle, die ich mit beachten muss, in denen ich auch sehr sensibel die Verbindung zu den zur Kultur, also den Wissenskultur und Teilkultur im Unternehmen tatsächlich auch verknüpfen muss. Danke euch für die Einschätzungen und auch für die ganz wertvollen Hinweise und man kann es in jedem Fall schon mal kurz zusammenfassen. Ja, OER ist natürlich für alle Bildungsbereiche geeignet, aber eben wie Markus kurz erwähnt hat, die Handhabung mit OER ist natürlich sehr spezifisch je nach Bildungsbereich und was kann ich dabei machen. Schauen wir kurz in den Chat, was sich dort getan hat. Wir haben eine interessante Anmerkung, die nicht neu ist, aber immer noch aktuell, nämlich von Joachim. Alle öffentlichen Einrichtungen müssten zu OER verpflichtet werden. Ich denke, Markus, da kannst du auch noch was dazu sagen, weil du bist ja auch engagiert für OER seit langer Zeit. Was verbirgt sich dahinter? Was ist damit tatsächlich gemeint? Also da geht es darum, dass eben Förderprojekte, Forschungsprojekte, die durch öffentliche Gelder, also durch Steuergelder finanziert werden, dass die dazu angehalten oder man könnte es auch härter formulieren, verpflichtet werden, die Ergebnisse dann später der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Also das, was sie erforscht haben im stillen Kämmerlein oder in einer kleinen Gruppe, der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und da gibt es ja jetzt auch Signale, oder es geht ja genau in die Richtung, bei der DFG gibt es glaube ich schon und beim BMBF auch, also so eine Open Access Policy, dass man eben dazu angehalten ist, die Materialien, die im Rahmen des Projekts eben durch öffentliche Gelder finanziert sind, auch zur Verfügung zu stellen. Dahinter geht es ja auch, genau auf EU-Ebene auch. Dahinter steckt nämlich auch so, dass man den kommerziellen Verlagen so ein bisschen das Wasser abgraben will, weil da hat sich ja was so eine Industrie rausgebildet, in dem ich dann als Wissenschaftler gezwungen bin, um die Karriereleiter weiter zu erklimmen, in kommerziellen Verlagen, in Peer-Review-Journals zu veröffentlichen, muss dazu alle Rechte abgeben. Dann muss die Bibliothek, um
das Journal zu halten, wieder meinen Artikel zurückkaufen. Also der Artikel wird praktisch doppelt finanziert und das ist natürlich ein riesengroßer Unsinn. Und das sehen, glaube ich, auch noch nicht so viele, oder da versuchen wir natürlich auch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen und eine Aufklärung zu schaffen, dass es eigentlich ein Unsinn ist, dass man nochmal über die Verlage gehen muss und alle Rechte abtreten muss, weil man verdient ja natürlich auch nichts, aber die Verlage verdienen da ganz viel und die Abogebühren steigen ja auch immer mehr, sodass Bibliotheken auch immer weniger Bücher halten können. Und ja, da hat sich halt so ein, ja, man könnte fast sagen, so ein Krebsgeschwür entwickelt, wo also der freien Wissensverbreitung sehr entgegensteht. Und da versuchen wir mit OER eben da so einen Hebel zu schaffen, um dem entgegenzuwirken. Danke dir für die Erläuterungen. Das heißt, habe ich das richtig verstanden, so mit meinen Worten zu formulieren? Wenn jetzt aus öffentlichen Geldern Wissen finanziert wird, das heißt also egal, ob jetzt eben wissenschaftliche Forschungsarbeiten oder was auch immer, dass dann das Ergebnis, was daraus entsteht, nicht nochmal in den kommerziellen Verkauf Umlauf gebracht wird, sondern dass man praktisch einmal öffentlich finanziertes Wissen und finanzierte Materialien dann der Allgemeinheit einfach zur Verfügung stellt. Ist das soweit? Ja, genau. Also dass wenn jetzt ein Projektbericht da ist, ein Abschlussbericht, dass man den auf jeden Fall unter offener Lizenz zur Verfügung stellt und möglichst auch die Daten auch, die dazu verwendet wurden. Und früher war es ja so, dass man dann viele Ergebnisse oder Daten eben in Journal-Artikel gepackt hat, um eben Reputationsgewinn zu haben, also man hat ja geforscht, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und die waren dann interessant für die Journals und die haben aber dann alle Rechte bekommen und man hatte dann nur die Möglichkeit, an die Ergebnisse zu kommen, indem man dieses Journal liest oder den Aufsatz liest, wofür man wieder bezahlen muss. Also jetzt sind wir wieder beim Thema Bezahlschranke. Wenn ich dann nicht an der Uni eingeschrieben bin als Studierender oder Mitarbeitender, dann habe ich da schlechte Karten gehabt, ne? Dann habe ich gar keine Möglichkeit, die Ergebnisse zu lesen, also den Aufsatz zu lesen, sondern muss dann, was weiß ich, $30, also gibt es dann so eine Pay-per-View, bezahlen. Und das ist natürlich ein Unsinn. Dass man, also es sagt ja auch nicht, dass man nicht in Journals veröffentlichen soll, sondern dass man aber die Grundlagen oder die zentralen Ergebnisse wie so Abschlussberichte, dass man die auf jeden Fall auf einer Webseite offen zur Verfügung stellt und möglichst auch noch die Daten, die dazu geführt haben. Danke dir. So, ich würde jetzt mal wieder in den Chat schauen, bevor wir zu tief in diese ganzen OER-Aspekte, das ist jetzt schon, wir sind wieder sehr weit in der Theorie auch rund um OER. Und wir haben auch interessante Frage, und die Frage gebe ich an Sabine, weil Sabine ist ja auch zuständig für die fünfte Stufe im Projekt, nämlich für die Prüfung. Und zwar die Frage im Chat lautet: Gibt es auch die Möglichkeit, nur die Prüfung abzulegen? Sabine, magst du gerne was zu der Prüfung und zu dieser Frage uns sagen? Also zur Prüfung gibt es im Augenblick eine Prüfungsordnung, die in Erarbeitung ist. Und diese Prüfungsordnung sieht vor, dass in den Teilen vorher Wissensbadges zu erwerben sind, und die sind eine der Voraussetzungen dafür, dass man dann am Ende die Prüfung auch ablegen kann. Dazu gehört auch dazu, dass man selbst erstellte OER entsprechend veröffentlicht und auch zirkuliert. Und natürlich nach dem Ablauf der Fortbildung zum OER-Fachexperten sich auf der Webseite entsprechend auch als OER-Fachexperte mit einträgt, sodass man dann sichtbar wird, weil es ja auch unser großes Ziel ist, ein Netzwerk aufzubauen, das für die Öffentlichkeit sichtbar ist, aber auch für andere, die sich gerne dem Thema näher widmen wollen. Danke dir. Ich möchte von meiner Seite noch dazu hinzufügen, dass wir im Projekt selbst sehr großen Wert darauf auch legen, dass die Teilnehmenden an dieser Fachfortbildung sich miteinander vernetzen. Und das ist natürlich, wenn jemand nur auf die letzte Stufe praktisch dazukommen würde, wäre das relativ schwierig. Deswegen, wir hoffen, dass eben durch diese Mache-Workshops die Teilnehmenden sich auch
kennenlernen und dann in der zweiten Online-Phase wirklich auch im Netzwerk gemeinsam erarbeiten. Weil für mich persönlich ist das Schönste am OER nicht nur im stillen Kämmerlein eigene Materialien zu entwickeln, sondern eben in Zusammenarbeit mit anderen. So wie wir das jetzt im ganzen Projekt tun, macht das natürlich viel mehr Spaß, zu sagen, Mensch, ich habe hier was geschrieben, ich habe hier was gemacht, schaut mal drüber. Ich bin mir nicht sicher, ist das jetzt schon soweit okay. Deshalb haben wir hier diese Schritte so geplant und wollen eben dabei eben den Netzwerkgedanken noch weiter fördern. Durch Präsenz entstehen ja hohe Kosten für Reise und Unterkunft. Klar ist uns das bewusst, dass wir hier natürlich dieses Angebot nicht zu einer kompletten Null zum Nulltarif machen können. Für den anderen wird es wahrscheinlich der Ort näher sein, für den anderen weiter. Das müssen wir einfach so hinnehmen. Die Förderung, die wir bekommen haben, hat natürlich auch Grenzen und wir können leider die Reisekosten für die Teilnehmenden nicht mehr aus der Förderung entsprechend finanzieren. Das ist klar. Ist der Präsenzworkshop absolut verpflichtend? Ja, wenn man wirklich die letzte Stufe erklimmen will, sind alle Schritte verpflichtend. Das heißt also, wenn man wirklich die fünfte Stufe, die Prüfung ablegen will, um auch ein Zertifikat zu bekommen, muss man die, wie Sabine gerade kurz erläutert hat, die einzelnen Badges, die einzelnen Leistungsnachweise der einzelnen Stufen erbringen. Und bei der Stufe des Work, des Machers ist das eben der Präsenzworkshop. Dankeschön, Frau. Gerne, Ich Herr mag noch Benja. ganz kurz ergänzen. Genau. Und zwar, wenn man nicht darauf besteht, dass man so ein Zertifikat zum Schluss haben möchte mit BDVT-Unterschrift, der Online-Kurs wird auf alle Fälle für alle offen sein. Also da bleiben wir unser Motto treue Bildung für alle. Wer sich jetzt nur über OER informieren. Genau, danke dir für diese Ergänzung. Wie gesagt, diese Verpflichtungen etc. beziehen sich wirklich darauf, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt das Abschluss mit dem Zertifikat geprüfte OER-Fachexperte werden. Derjenige, der sagt, nee, ich steige jetzt nur in der Online-Phase, hat in jedem Fall die entsprechenden Leistungsnachweise der jeweiligen Phase. Und der Begriff OER-Fachexperte ist natürlich auch kein geschützter Begriff. Das heißt, wir werden niemanden verklagen, der sich im Nachhinein OER-Fachexperte nennt. Lediglich, wie gesagt, dieser zertifizierte Abschluss ist ja auch schon eine Art ja, Leistungsanerkennung, deshalb dieser Punkt. Das Fachkenntnis. Joachim, zu deinem Punkt. Ja, Selektierung letztendlich. Ich denke mal, Sabine, magst du noch was dazu sagen, inwieweit wir das jetzt als Selektierung zu Beginn sehen? Jeder kann an der Fortbildung zum OER-Fachexperten teilnehmen. Da wir aber vom Verband her zum Schluss ein Qualitätssiegel draufsetzen oder anbieten, mit einem Prüfprozess dahinter, auch mit einem externen Prüfer, sind wir einfach auch zur Sicherung der Qualitätssiegel und zur Sicherung der Aussage der Qualitätssiegel an gewisse Prozesse gebunden. Und durch diese Prozesse ist quasi jetzt dieses System, dass wenn man hinterher tatsächlich geprüfter OER-Fachexperte BDVT werden möchte, dann tatsächlich an allen Dingen teilnehmen kann. Wenn die Präsenzphasen ein Hinderungsgrund sind für Leute, die daran interessiert sind, trotzdem die komplette Fortbildung zu machen, hatten wir gerade in der letzten Woche auch eine Variante im Test, in der es möglich war, an einer Präsenzveranstaltung teilzunehmen, ohne tatsächlich selbst physisch anwesend zu sein. Und wir sind da auch offen, an dieser Stelle zu diskutieren oder Lösungen zu finden, wie sich das machen lässt. Das kann am besten Hedwig erklären, wie das war, weil sie das selber ausprobiert hat mit einem sozusagen Fernarbeiter.
dann entsprechend physisch an einem anderen Ort in Deutschland anwesend zu sein, obwohl sie jetzt nicht da war. Ja, gut, dass du das ansprichst. Das war ein Nebeneffekt in unserem Projekt. Letzte Woche fand in Weimar auch ein Meeting innerhalb des Projektes, an dem ich sehr, sehr gerne teilnehmen wollte. Es ging ja eben um die Definition der Kompetenzfelder für den EuR-Fachexperten. Leider aus gesundheitlichen Gründen konnte ich nicht reisen, recht kurzfristig, und wir haben den Fernarbeiter engagiert. Das ist einfach was ganz Spannendes, nämlich ein kleiner, ich nenne das mal Roboter. Es ist im Prinzip ein fahrbarer iPad, der mich in dem Raum vertreten hat, und ich habe es geschafft, tatsächlich ohne zu reisen, sogar einen Workshop während dieser Veranstaltung zu leiten, zusammen mit Unterstützung von Claudia Günther, die jetzt auch von der Fachhochschule Lübeck dort körperlich anwesend auch war und hat immer aufgepasst, dass ich nicht gegen die Wand fahre mit meinem iPad oder nicht anderen über die Füße. Aber es war richtig spannend. Das heißt also, wir werden da schon auch, sind offen für andere Lösungen und werden auch Möglichkeiten finden. Aus Big Bang Theory, genau. Also das hat richtig Spaß gemacht. Und ich bin keine Treppe runtergefallen und ich habe mich nicht irgendwo fest an die Wand geklatscht. Das hat alles gut funktioniert. Wir haben jetzt noch weiterhin zu den Terminen. Ja, der Termin für den Praxisworkshop, diese Termine werden wir sehr kurzfristig festlegen. Wir haben gerade heute Morgen zusammen mit Sabine schon darüber gesprochen, dass wir dann diesen Termin in jedem Fall festlegen werden, damit eben für freie Trainer und ja natürlich für alle entsprechend im Terminkalender noch zu vermerken wäre. Vielleicht dazu nochmal eine andere Alternative, was Termine betrifft. Wie gesagt, diese ganze Fortbildung passiert in zwei Runden. Das heißt also, die gleiche Runde startet wieder mit Kickoffs im Herbst und dann wird es wieder Workshop geben am Jahresanfang, also Anfang 2018. Das heißt also, wenn jemand sagt, Mensch, ich mache zwar jetzt mit, aber ich kann an dem Präsenzworkshop jetzt im zum Beispiel September nicht teilnehmen, bin aber auch an der Prüfung interessiert. Derjenige kann selbstverständlich sich in der zweiten Runde dann zu dem Workshop anmelden und kommen und am Ende auch die Prüfung ablegen. Also wir sind hier nicht so streng getaktet, dass man sagt, okay, jetzt angemeldet und dann musst du stringent in der Zeit halten. Man kann sich auch für die Online-Phase etwas mehr Zeit nehmen und sagen, okay, ich habe es jetzt nicht geschafft, ich brauche ein bisschen länger, die ganzen Materialien durchzuarbeiten und, dann kann man das im Prinzip ausdehnen. Und ganz wichtig ist, am Ende, wenn unser gefördertes Projekt ausläuft, und das ist März 2018, und ob da noch weiter was kommt, können wir heute noch gar nicht drüber sprechen, wissen wir auch noch gar nicht, aber offiziell endet unser Projekt im März 2018, dann werden alle Materialien und all das, insgesamt der Inhalte der Online-Phasen, der Workshops-Phasen, werden als OER zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn sich eine Organisation findet oder jemand findet und sagt, Mensch, ich möchte diese ganze Fortbildung für meine Zielgruppe, für meine Organisation anbieten, der kann und darf das selbstverständlich, da würden wir uns freuen, nehmen und dass alle, weitgehend alle Materialien und der CC BY stehen werden, ist natürlich eine Anpassung an eigene Belangen und Bedürfnisse überhaupt kein Problem. Ich würde jetzt gerne Anja etwas fragen. Und zwar, Anja, du hast vorher erwähnt, dass ihr als Fachhochschule Lübeck vor allem für die Inhalte auch der Online-Phase und die Konzeption und Durchführung der Online-Phasen zuständig seid. Magst du uns vielleicht kurz verraten, was wird denn überhaupt an Wissen in der ersten Online-Phase vermittelt? Womit beschäftigen wir uns denn daran, da drin? Natürlich verrate ich dir das gerne. Also erstmal, um einen Einstieg zu finden und damit ich nebenbei auch diese Inhaltsübersicht eröffnen kann, die wir für das Projekt gerade erstellen und da in der Finalisierungsphase sind. Wir haben in Lübeck eine MOOC-Plattform, die nennt sich Moin, und auf der wird das Ganze stattfinden. Die ist schon so eingerichtet, dass sich jeder bloß mit
Name und E-Mail-Adresse anmelden kann. Da gibt es keine Einschreibeschwierigkeiten, nichts. Nichts, was in der Richtung wirklich einen daran hindert, sondern ist wirklich, dass jeder daran teilnehmen soll. In dem Kurs wollen wir natürlich einmal klären, dass was OER überhaupt ist. Ne? Also einfach, damit alle das gleiche Verständnis haben, wo finde ich die, wie sehen die aus, was sind diese komischen Lizenzen, von denen wir die ganze Zeit sprechen. Was muss ich tun, um das selber zu machen? Wo können die eingesetzt werden? Ich sag mal, das sind so die Teile, die so ein bisschen die Grundlage bilden und bestimmt nicht zum allerersten Mal bei uns im Kurs auftauchen werden. Also die kann man sich eigentlich aus relativ vielen anderen Sachen auch zusammensuchen. Und vielleicht spoilere ich einfach auch schon, das haben wir auch getan, weil auch für uns gilt OER, sprich, wenn jemand da schon was Tolles gemacht hat, manchmal sind wir das selber, manchmal sind es andere, dann nutzen wir das natürlich auch. Was dann für Trainer spezifisch dazukommen wird und wo ihr ja auch inhaltlich federführend und wichtig seid, weshalb wir könnten das jetzt nicht als Hochschule von uns alleine machen, ist die Frage, wie sieht es aus mit OER in der Weiterbildung? Also welche Bedeutung hat das da? Wir haben mit vorigen Projekten uns da viel an Hochschulen vor allem gerichtet. Dann haben wir ein Kapitel dazu, es hat Arbeitstitel OER als Teil deiner Strategie. Also wie kriege ich OER bei mir als Trainer unter? Wofür nutze ich das? Nutze ich es bloß für mich oder gebe ich meine eigenen Materialien wieder weiter? Mache ich vielleicht ein Geschäftsmodell draus? Also wir hatten vorhin ein wenig die Diskussion abdriften in Richtung Open Access und man sagt immer dann gleich die bösen, bösen Verlage, aber es gibt auch Menschen, die Geschäftsmodelle drauf auf OER aufbauen, die quasi diese Sharing-Möglichkeiten nutzen. Darunter sind auch Verlage, die dann, ich sag mal, die neuen Geschäftsmodelle besser verstehen als ihre traditionsreichen Kollegen oder eben andere Produkte, die sich dann darauf basieren. Und ich meine, wir müssen auch ehrlich sein, wir werden gerade auch aus Mitteln für um OER bezahlt. Genau, und was uns vor allem auch wichtig war, zu gucken, wie kriegt man als OER-Fachexperte, das ist ja jetzt so ein, ich sag mal, so ein Messpunkt, wo kriegt man Informationen her, um sich dann weiter nach dem Workshop weiter zu Dankeschön. Markus, fällt dir noch was ein? Du bist ja auch maßgeblich auch an der Erstellung der Online-Inhalte beteiligt. Ja, also das eine, was Anja schon gesagt hat, die Wiedernutzung von bestehenden Materialien finde ich gut und also im Sinne von Practice what you preach, ne? Also nicht immer nur von OER reden. Also das große Problem bei OER ist ja die Nachnutzung und da versuchen wir eben mit gutem Beispiel voranzugehen und bestehende gute Ressourcen wiederzuverwenden, nachzunutzen und ergänzt dann eben mit neuen Materialien, gerade dann im Bereich, das hatten wir ja ganz am Anfang, dass OER in der Weiterbildung bisher nicht so ein großes Thema war. Das heißt, wir müssen gucken, was wir brauchen, was brauchen wir noch für Materialien im Bereich der Weiterbildung. Ein anderer Punkt, den ich noch machen möchte, ist, was ich da spannend finde, ist die Arbeit am Kompetenzraster. Also das finde ich auch wirklich eine sehr gute Sache, wo wir zusammen viel drüber nachdenken, was für Kompetenzen braucht denn so ein OER-Fachexperte, so wie wir es jetzt ausgerichtet haben, auf die Weiterbildung. Weil ich glaube, das hilft uns in der Diskussion auch viel weiter, dass wir da so eine neue Stufe erklimmen und sagen, jetzt haben wir mal so auch abgestimmt in der Community bestimmte Kompetenzen, die wichtig sind, um mit OER kompetent expertenmäßig umgehen zu können. Weil bisher war es ja oft so, dass man sich so ein bisschen, war mein Eindruck, im Kreis gedreht hat und ja, wie können wir denn und wie wollen wir denn? Und wenn man es jetzt mal auf verbindliche Standards und Kriterien einigt, ist es sehr hilfreich. Danke dir. Du sprichst auch ganz wichtigen Punkt, nämlich des Kompetenzrahmens und gerade dieser Workshop, den ich vorhin kurz erwähnt habe in Weimar, diente dazu, dass wir auch zum Thema Kompetenzrahmen jetzt nicht jeder Bildungsbereich so eigene Süppchen kocht und sagt, das ist jetzt Kompetenzrahmen für den und für den, weil irgendwann wird das einfach viel zu unübersichtlich, sondern eben ein Ziel in Weimar war, dass wir eben über die vielen Projekte, die jetzt in dem, ich sag mal jetzt großen BMBF-Pott zum Thema OER
unterstützt werden, weil das sind, glaube ich, hilft mir, aber ich glaube so über 70, ne, oder sind wir über 100, so, nee, über 70 Projekte, die insgesamt zurzeit an Thema OER arbeiten, über alle Bildungsbereiche. Und wir haben uns eben in Weimar damit beschäftigt, was ist der Kompetenzrahmen, der wirklich auch anpassbar für jeden Bildungsbereich ist. Das heißt also, was mich jetzt auch so persönlich total motiviert bei den Projekten, dass hier nicht die Projekte alleine für sich Süppchen kochen, sondern wir auch sehr starke Querkooperationen haben, um zu sagen, Open Educational Resources, das ist auch etwas, um in Projekten open zu arbeiten. Eine Anmerkung greife ich noch auf und wir haben nur noch 5 Minuten. Deshalb, liebe Gäste, die letzte Chance, uns jetzt hier noch mit Fragen zu bombardieren. Nutzt bitte die Zeit. Und wir haben jetzt von Joachim Anmerkung, das könnte für die Volkshochschulen interessant sein. Ja, ist auch. Und zwar spannenderweise zum Beispiel zu unserem Kick-off in Leipzig, die überwiegende Teil der angemeldeten Personen kommen aus den Volkshochschulen. Das heißt, wir haben ja auch über andere Projekte Kontakte bereits zu Volkshochschulverbänden oder auch zu einzelnen Volkshochschulen und versuchen dort die Informationen auch zu geben. Und zum Beispiel im Herbst werden wir auch noch ein bisschen enger mit dem Volkshochschulverband in Baden-Württemberg zusammenarbeiten, um dort eben den Kollegen, den Dozenten und Seminarleiter der Volkshochschulen auch diese Möglichkeiten zu öffnen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ah ja, Frau Dietrich, werden die Macher-Workshops am Wochenende stattfinden? Ich habe Ihre Frage auch schon gelesen. Sabine, werden die Workshops für Macher am Wochenende stattfinden? Also von meiner Seite ist das eine Option. Die Frage ist, wie groß ist denn der Bedarf? Kannst du da so spontan eine Umfrage zu machen hier im Raum? Ja, Anja, magst du oder soll ich machen? Ich kann das machen, Moment. Genau, ich schaue mal. Überprüfst du ein Mach bisschen? mal nur eine Antwort möglich, damit wir ein klares Ergebnis haben. Und solange Anja hier ganz spontan die kleine Umfrage jetzt vorbereitet, 3 Minuten haben wir noch. Mein Erfolg von heute ist schon da, nämlich wir haben am Anfang 33 Teilnehmer im Raum, wir haben immer noch 32. Ich finde, das ist ein Erfolg für ein Webinar, dass bis zum Schluss alle geblieben sind. Das heißt, wir waren nicht ganz so langweilig. Genau, und danke, Anja, das hast du super hingekriegt. Mache Workshop am Wochenende oder in der Woche. Da haben wir schon mal in jedem Fall gleich ein Bild. Vielleicht auch noch hier noch wissen wir wollen praktisch am späten Vormittag starten, am ersten Tag und am nicht so späten Nachmittag am zweiten Tag enden, damit man wirklich, wenn man übernachten muss, mit einer Übernachtung klarkommt. Ja, das heißt also, das ist in jedem Fall gesichert. Wenn jetzt natürlich jemand so aus ganz weiter Welt zu uns anreist, dann schafft es vielleicht nicht, aber innerhalb von Deutschland kommt man mit einer Übernachtung in jedem Fall klar. So, die Klicks kommen noch. Wir schauen schon mal auf die Ergebnisse, weil einige von unseren Gästen verlassen gleich schon dann Raum. So, das sehen wir. Ja, ein sehr klares Voting-Ergebnis ist es nicht. 19 zu 3. Das heißt, bitte, Frau Dietrich, um Nachsicht, dass wir hier auch nicht entscheiden, jetzt aufgrund des eindeutigen Bildes. Das werden wir jetzt nochmal in uns gehen und entsprechend hier eine Entscheidung treffen. Mit Blick auf die Uhr, ich habe 10:59 und 44 Sekunden eine Punktlandung. Ich würde mal an dieser Stelle erstmal mich sehr, sehr, sehr herzlich bei Ihnen, liebe Gäste, bedanken, dass Sie dabei waren. Natürlich gilt mein Dank auch an die drei lieben Kollegen, an Anja, Sabine und Markus, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt. Ich würde an dieser Stelle ganz offiziell unser Webinar
beenden. Und wir sind natürlich noch ein klein wenig da, wenn Sie noch Fragen haben. Wir wollen niemanden jetzt gehen lassen. Aber wenn Sie sagen, Mensch, jetzt ist es vorbei und ich habe eine Frage. oer-fachexperten.de. Sie können über Kontaktformular jederzeit Fragen stellen. Schreiben Sie auch gerne Kommentare zu den Beiträgen, wenn sich das thematisch ergibt. Wir werden garantiert reagieren und diese Fragen beantworten. Letzte Blitzrunde. Anja, Sabine, Markus. Ich mache als erstes und sage danke, Hedwig, für die Moderation. War sehr schön, auch in der kaum vorhandenen Vorbereitung, weil wir alle Bescheid wussten und wieder in der Runde. Ja, auch herzlichen Dank an alle und ich freue mich, dass auch dieser Workshop so eine große Resonanz gefunden hat und dass auch überhaupt das Projekt eine große Resonanz findet. Und ich freue mich auch alle Teilnehmer und alle Anregungen und alle Teilnehmerinnen. Ich freue mich auch sehr über das Interesse heute hier im Webinar. Danke, vielen, vielen Dank dir, Hedwig, für die tolle Moderation. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr kurzweilig und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch und mit den Teilnehmenden hier auch im Chat. Also je mehr Leute da Interesse haben und mitmachen, desto besser ist es. Ich danke euch für diese Schlussrunde und ich habe noch eine gute Nachricht an alle. Ich picke jetzt hier gerade mein Mail-Account und ich habe gesehen, alleine während unseres Webinars habe ich 5 neue Anmeldungen zu den regionalen Workshops. Das ist doch ein Ergebnis, oder? Ich danke allen. Ich wünsche allen einen wunderschönen Frühlingstag. Bei uns scheint wieder die Sonne. Ich habe Lust, gleich nochmal rauszugehen. Spätestens in der Mittagspause gibt es einen Spaziergang. Und ich hoffe, wir sehen uns persönlich bei den Präsenzveranstaltungen, aber auch in den Online-Phasen. Und vielleicht in ein paar Monaten klopfen wir den OER-Fachexperten auf die Schulter und machen damit ein